Dir ist ja schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass es zwischen den politischen Artikeln in der Wikipedia und den nicht politischen, vor allem den naturwissenschaftlichen Artikeln, einen relativ hohen Qualitätsunterschied und auch einen Unterschied im Hinblick auf die Neutralität in diesen Artikeln gibt. Wann ist dir das denn zuerst aufgefallen? Ja, wir müssen an der Formulierung, glaube ich, noch mal ein bisschen präziser arbeiten. Also es gibt auch im Bereich Politik und Geschichte gibt es auch Artikel, die gut sind. Wichtig ist aber, dass sie halt nicht auf das aktuelle politische Geschehen einwirken. Ne? Das heißt also, wenn das irgendwelche politischen Artikel sind, die gerade abseits von den Themen sind, die so in Radio und Fernsehen diskutiert werden, ist es egal. Aber wenn das Themen sind, die diskutiert werden, dann wird es schwierig. Genau. Okay, wann ist mir das aufgefallen? 2014. Also das war eine Kollegin, die mit mir im Abi war. Das heißt, ich hatte meinen Biologie-Abi-Kurs, sie machte Geschichtsabi-Kurs und wir haben uns dann zwischendurch zum Kaffeetrinken getroffen und wir kamen auf das Thema Wikipedia. Sie sagte, die Wikipedia ist nicht zu gebrauchen. Ich war sehr verwundert, weil bis dahin habe ich die Wikipedia total in allen hohen Tönen gelobt, weil ich halt nur in meinem Fach Biologie auf solche Themen wie Proteinbiosynthese, Photosynthese, Glykolyse und sowas geschaut habe. Das sind alles keine politischen Themen. Da sind auch viele Biologen, die einen sehr guten Job machen, vielleicht weil sie arbeitslos sind und in der Wikipedia arbeiten und da auch die Artikel super bequellen. Das sind also verlässliche Quellen, die da eingebastelt werden. Auch Chemiker und Physiker machen das Gleiche, auch Ingenieurswissenschaften. Ja, da kann man auch relativ wenig dran drehen. Also ich meine, entweder läuft so ein Motor oder er läuft nicht. Ne? Und da kann man in der Wikipedia jetzt wenig Nonsens eintragen. Ja, und ich habe das dann erstmal als Kuriosität verbucht und habe mir gedacht, was soll das? Was meint sie da? Die Wikipedia ist als Quelle nicht brauchbar. Ich hatte bis dahin ein ganz anderes Bild. Und ja, dann war das so, dass Ende Jahr 2014 habe ich dann den Historiker Daniele Ganser wahrgenommen. Das war in einem Video, wo er über NATO Stay Behind Armeen sprach. Und NATO Stay Behind Armeen, also da geht es um Geheimarmeen im Bereich der NATO, Geheimarmeen, die keiner parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Ich fand das unheimlich bestürzend und natürlich auch interessant, habe mich dazu informiert. Ja, und dann gucke ich in die Wikipedia, wer ist denn dieser da, Daniele Ganser, interessanter Typ. Und in der Wikipedia stand was ganz anderes drin, als das, was ich von ihm wahrgenommen hatte. Auf einmal sah ich, ach, der soll Verschwörungstheoretiker sein. Was ist denn ein Verschwörungstheoretiker? Kannte ich bis dahin noch nicht. Und dann rechtsradikal, antisemitisch, Reichsbürger und all solche Geschichten wurden da aufgetischt und zwar immer in der Form, dass man nicht sagte, er ist jetzt antisemitisch, sondern er nutzt Literatur, die irgendwie so einen antisemitischen Anklang hätte. Andere Leute haben dann eine Meinung davon, dass das antisemitisch sein könnte, ja. Oder er trifft sich mit Rechtsradikalen, ja? Und solche Sachen und auch wieder diese Einordnung, wer sagt denn, dass das Rechtsradikale sind, ne? Und genau das wird dann genutzt, um die Person Daniele Ganser maximal zu diskreditieren. Warum macht man das? Nicht nur, weil er sich zu NATO Stay Behind Armeen geäußert hat. Das Thema ist ein sehr wichtiges Thema, weil da geht es nämlich um Staatsterrorismus. Denn diese nicht kontrollierten Armeen wurden unter anderem in Italien dafür eingesetzt, um Staatsterrorismus zu betreiben, nämlich indem man zum Beispiel solche Attentate wie das Bologna-Attentate machte. Und das wurde alles in Italien dann aufgedeckt von einem Richter, der da auch sich festgebissen hatte an dem Fall und das auch aufklären wollte. Und dann kamen viele Sachen ans Licht, die vorher so im Halbverborgenen waren, also dass diese NATO Stay Behind Armeen zum Beispiel aus Altnazis sich rekrutierten und diese dann dankend von irgendwelchen ja, CIA-NATO-Leuten da angeworben wurden, damit die halt mit denen solche Kommandoaktionen machen konnten. Offiziell war dann der Sprech, dass diese Stay Behind Armeen irgendwie als Partisanarmeen gedacht seien, falls dann die Russen mal einfallen, dass die irgendwelche Sabotageakte hinter den feindlichen Linien machen können. Aber genutzt wurden sie im Wesentlichen halt für solche staatsterroristischen Akte. So, und jetzt haben wir also mit Daniele Ganser jemand, der so ein Thema beackert und deswegen eine ganze Menge Ahnung hat von Staatsterrorismus. Und jetzt äußert sich genau dieser Daniele Ganser zu dem Thema 9-11, also zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001.
Und dann war es dann aus. Ne? Das heißt also, dann wird es also für die Leute, die das Narrativ vom 11. September aufrechterhalten wollen, natürlich schwierig. Vor allen Dingen, wenn dann so ein Schwergewicht sich in den Ring begibt. Also was macht man? Man geht nicht auf die Argumente, man geht auf die Person und versucht dann, die Personen herunterzuputzen. Ne? Und dann passieren solche seltsamen Sachen, wie dass dann eine amerikanische Botschafterin bei der Uni insistiert, wie man dann so jemanden da einstellen könnte. Dann wurde Daniele Ganser also aus der ETH herausgedrängt. Ne? Also sein Vertrag, das ganze Unileben von ihm, das zielte darauf, also zielgerichtet ab, dass das natürlich irgendwann mal zu einer Professur führen könnte. Das wurde dann je unterbrochen. Nach meinem Dafürhalten deswegen, weil es genügend Apparatschicks in solchen Unis gibt, die halt dafür sorgen, dass das Ganze natürlich nach politischen Vorgaben läuft und also mit Freiheit der Lehre hat das wenig zu tun, ja. Und Freiheit der Forschung natürlich genauso wenig. Tja, und Wikipedia als ja, sagen wir mal, als Beeinflussungsinstrument der Massen, um so jemanden herunterzuputzen. Und wer schreibt sowas in die Wikipedia? Ich meine, Sie haben ja in Ihrem Film Die dunkle Seite der Wikipedia das bei Daniele Ganser ziemlich genau analysiert. Wer manipuliert solche Artikel? Genau, bei Daniele Ganser können wir das sagen. Ich muss mal gucken, ob ich das noch aus dem Kopf rekonstruiere. Der Film ist ja inzwischen 8 Jahre her. Bei Daniele Ganser war das ein Gerhard Sattler zum Beispiel, der aus dem Bereich Osnabrück kommt. Der hieß dann in der Wikipedia Co-Pilot. Früher hieß er Jesus-Freund. Ich muss ja noch mal ganz kurz was trinken. Übrigens, ganz wichtige Nachricht. Da steht's. Wikipedia ist kein Lexikon. Also der Co-Pilot, wie gesagt, war einer der Vielschreiber. Dann gibt es ein Vieh, das ist ein gewisser Philipp Heide, ein Lehrer, genau wie ich, allerdings nicht im Fach Biologie, sondern im Fach Geschichte. Geschichte und Latein war das, glaube ich, aus dem Bereich Hamburg. Der ist jetzt da, nennt sich das, glaube ich, Fachleiter oder sowas in der Art, also quasi beim Hamburgischen Kultusministerium, Senat, ich weiß nicht genau, wie das bei denen heißt, und leitet da andere Geschichtslehrer an. Und dieser Vieh schreibt auch im Artikel zu Daniele Ganser. Und beide versuchen, diesen Daniele Ganser runterzuputzen, massiv. Da waren noch ein paar andere Leute mit dabei. Das ist also eine Administratorin Itti war noch mit dabei. Von der wissen wir auch, wer es ist. Das ist also eine Dame, die aus dem Bereich Dortmund kommt und dort einen Schlossereibetrieb hatte. Also da war sie da in der Firmenspitze oder in der Firmenführung, wie auch immer, mit ihrem Mann zusammen und so. Ja, und die schreibt dann halt in die Wikipedia. Man fragt sich, wie kann das sein, wenn da jemand so eine Firma führen muss, wie viel Zeit hat er denn übrig, 24/7 auch noch in die Wikipedia zu schreiben? Die ist ja sehr aktiv, die Dame. Also Itti, ja. Noch ein paar andere Leute. Also ich habe jetzt nicht alle nochmal auf dem Schirm, weil wir haben ja einige rausgepoolt. Und die Frage ist, sind das irgendwelche bezahlten Leute? Ich gehe erstmal davon aus, nein, sind es nicht. Also alleine deswegen schon nicht, weil die haben eine Überzeugung. Also in der Wikipedia nennt man das Man on a Mission. Ja? In diesem Fall Woman on a Mission oder Women on a Mission. Also es sind wenig Frauen in der Wikipedia unterwegs. Also die meisten sind halt männliche Zeitgenossen. Und die haben halt ein Sendungsbewusstsein und die wollen die Welt von ihrem Weltbild überzeugen.